Fühlst du dich im Weiterbildungsspace verloren? Die Lösung heißt EduCAT. EduCAT ist auf Personen ausgerichtet, welche zwischen 25 und 40 Jahren alt sind, mitten im Berufsleben stehen und weiterbildungsinteressiert sind. EduCAT erspart dir die mühsame Suche, liefert dir passende Vorschläge anhand eines ausgeklügelten Algorithmus sowie eine verständliche Begründung des Ergebnisses. EduCAT erleichtert dir ebenfalls den Anmeldeprozess. EduCAT macht einfach alles easy. EduCAT hilft dir, in nur 4 Schritten zu einer genau für dich passenden Weiterbildung zu gelangen. Im ersten Schritt lässt du uns deinen persönlichen Background wissen, also was für eine Ausbildung du hast und welche Weiterbildung du bereits gemacht hast. Auch deine Interessen spielen für unseren analytischen Ansatz eine Rolle. Im zweiten Schritt bekommst du von EduCAT 3 gerankte Vorschläge für Weiterbildung, welche deinem Profil exakt entsprechen. Du kannst außerdem die Vorschläge in Echtzeit anpassen, indem du dich näher charakterisierst. Der dritte Schritt bietet dir die Möglichkeit, unsere Vorschläge genau nachzuvollziehen. Wer möchte schon die EduCAT im Sack kaufen, oder? Hier erfährst du zum Beispiel, welche Dinge im Ranking eine besondere Rolle spielen, wie zum Beispiel die Nähe des Weiterbildungsinstituts zu deinem Zuhause, sofern du dies als für dich wichtig markiert hast. Der vierte und letzte Schritt bietet dir eine detaillierte Übersicht unserer Vorschläge, in der du zum Beispiel die Dauer und Kosten der Kurse einsehen kannst. Da wir mit den Weiterbildungsinstituten zusammenarbeiten, kannst du dich gleich von unserer Webseite aus für deine gewünschte Weiterbildung anmelden. Anhand des Business Model Canvas stellen wir EduCATs Geschäftsmodell vor. Der Schlüssel zu unserem Erfolg sind unsere Partner, allen voran die Weiterbildungsinstitute und unsere User. Ein zentrales Element in unserem Produkt ist der ausgeklügelte Matching-Algorithmus. Dieser führt die User und Institute zusammen. Mithilfe von Data Analytics rechnen wir ein Matching zwischen den Usern und Weiterbildungskursen. Die Kosten entstehen einerseits für Werbung und Datenakquisition, andererseits für Infrastruktur und Entwicklung. Die Basis unseres Einkommens besteht darin, dass wir von den Instituten eine Vermittlungsprovision erhalten, welche prozentual an den Kursgebühren gekoppelt ist. EduCAT. Probier es aus, den Rest kennst du vielleicht.